Wir haben es geschafft, diesen ersten Bauabschnitt, aber wir liegen voll im Kostenrahmen, eben durch diese Technologie, die wir hier angewendet haben. Naja, also Rücksprache mit der LEAG und ihren ganzen Plänen sind wir jetzt bei 28 und das halte ich eigentlich auch für realistisch. Hier oben, das ist ja dann die Strecke, wo sie die Bebauung zukünftig haben werden. Also maritime Geschäfte, Gaststätte, Cafés. Die Stadt Cottbus hat ja auch den Bebauungsplan für die Photovoltaikanlage auf dem See zugestimmt. Da gibt es gerade in unserer Region eine Menge kritische Fragen dazu. Und da haben wir so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen unterlaufen wird und dass der Tourist zum Schluss das nicht mehr so attraktiv findet. Denn wir haben ja ein kleines Manko, das wissen wir alle. Wir haben einen großen See, aber wir kommen nicht weiter. Fertigstellung des Seehafens in Teichland, was hat das für eine Bedeutung für die Region? Also ich denke eine riesengroße. Und auch wenn wir sehen, wie lange wir gebraucht haben für die Vorbereitungszeit, ne, für so ein riesengroßes Projekt. Und heute mal zu sagen oder allen zu zeigen, wir haben es geschafft, diesen ersten Bauabschnitt. Ich denke, das war wichtig, dass wir heute alle Wegbegleiter, alle heute hier eingeladen haben. Denn zwischendurch hat bestimmt der ein oder andere mal gezweifelt, na werden die denn das packen. Aber was wir uns in der Regel vornehmen, das schaffen wir auch, wenn auch manchmal ein bisschen später. Und mit der Unterstützung, die wir dann bekommen haben, war es dann möglich, dieses Hafenbecken so auszuheben. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, die Technologie, dass wir in den Randschlauch einspülen durften, das sieht man auch, kann man sich schön angucken, hat natürlich viel Zeit und auch viel Geld gespart. Das war ein großes Zugeständnis der LEAG und es war hier ein Miteinander, wie wir es bei einer Baustelle dieser Größenordnung selten so erlebt haben, muss ich sagen. Und das sehen auch alle Beteiligten so. Und auch wichtig in der heutigen Zeit ist ja im Zeit- und Kostenrahmen geblieben, obwohl sie später angefangen haben. Wir haben 6 Wochen später begonnen, weil wir leider, was heißt leider, die Überprüfung unseres Vergabeverfahrens haben, hat sich herausgestellt, alles in Ordnung. Da haben wir schon mal 6 Wochen Verzug gehabt und Materialprobleme, auch durch den Krieg mit den Spundwänden kam das Material nicht durch. Auch das hatten wir, aber wir haben es doch geschafft und auch die Betriebe waren sehr engagiert, dass wir doch unseren Termin, unser Kampftermin war der 30.11., auch schon wegen der Beendigung der Förderperiode und der Abrechnung. Wir sind ja nun auch schon ein bisschen fertig, also vor gut 3 Wochen, dass wir das so schnell schaffen und ohne größeren irgendwelche Kostenerhöhungen haben wir natürlich auch, aber wir liegen voll im Kostenrahmen, eben durch diese Technologie, die wir hier angewendet haben. Dann gucken wir mal gleich ein bisschen in die Zukunft, weil nutzbar ist er ja natürlich noch nicht. Das Wasser fehlt noch, jetzt mal um ganz plakativ das auszudrücken. Aber was passiert denn hier noch weiter in den nächsten Jahren? Und ab wann darf ich hier durch die Slipanlage mein Boot reinbringen? Naja, also Rücksprache mit der LEAG und ihren ganzen Plänen sind wir jetzt bei 28 und das halte ich eigentlich auch für realistisch. Ob es viel eher wird, muss man abwarten. Aber wir werden im nächsten Jahr unseren Bebauungsplan fertigstellen und hier oben, das ist ja dann die Strecke, wo sie die Bebauung zukünftig haben werden. Also maritime Geschäfte, Gaststätte, Cafés, das findet da oben statt. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie komme ich denn dann die Böschung runter, wie mache ich den Anschluss für Trinkwasser, Abwasser, das fehlt ja alles noch, Telekom, Glasfaser, was wir alles noch so brauchen. Und damit werden wir uns in den nächsten Jahren mit Planung und dann wieder auf Suche gehen für Unterstützer, wo Strukturwandel, müssen wir gucken, wie wir an Geld kommen. Wir wollen natürlich dann auch 28 komplett fertig sein. Sie haben von Ihrer Rede ganz kurz auch ein kritisches Wort verloren und zwar haben Sie gesagt, der See soll nicht weiter industrialisiert werden. Was genau meinen Sie damit? Weil erst Anfragen liegen anscheinend schon vor. Wer fragt da an und worum geht's? Also die Stadt Cottbus hat ja auch den Bebauungsplan für die Photovoltaikanlage auf dem See zugestimmt. Da gibt es gerade in unserer Region eine Menge kritische Fragen dazu und ja, das ist ja nun der auch Sportboothafen bei uns. Also es wird auch mal eine Regatta geben, sowas schwebt uns ja vor, mit Segelschiffen.
wir sind der Meinung, das ist nicht ganz so optimal. Wir haben natürlich unsere Stellungnahme abgegeben, ist nicht so berücksichtigt worden. Und dann, dass diese Pumpen, gut, das sieht man jetzt da nicht so. Also wir sind gestartet mit einer touristischen Nutzung des Sees, gemeinsam gestartet, nicht nur wir alleine. Und da haben wir so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen unterlaufen wird und dass der Tourist zum Schluss das nicht mehr so attraktiv findet. Denn wir haben ja ein kleines Manko, das wissen wir alle. Wir haben einen großen See, aber wir kommen nicht weiter. Also wir können nicht, ne? Und das müssen wir ausgleichen durch eine besondere Attraktivität für den Touristen. Und auf diesen Weg haben wir uns begeben. Das ist unser Anspruch und da sollten wir auch gemeinsam dran arbeiten, noch mit der Stadt Cottbus und der LEAG und nicht so eine Menge andere Sachen reinbringen, die nicht so tourismusfördernd sind, sage ich mal ganz vorsichtig. Wie wichtig ist denn das gemeinsame Arbeiten oder auf welchem Weg sind Sie denn da? Also wir sind mit allen Schritten vor ja, 3 Jahren oder 4 vielleicht sogar schon immer gemeinsam gestartet. Im Augenblick verfolgt so ein bisschen jeder seine Projekte und ich bin noch wieder dabei, dass wir uns wieder finden zu gemeinsamen Sachen. Ne? Also der Radweg oder der Rundradweg ist auf jeden Fall ein gemeinsames Projekt. Da ist federführend die Stadt Cottbus. Wir mit drinnen mit unseren 3, noch ein bisschen Kilometern. Das läuft gut zusammen. Wenn man sich immer wieder gemeinsam an den Tisch setzt, finden wir auch gemeinsame Lösungen. Und das muss man wieder so ein bisschen forcieren.